Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir haben in der letzten Folge die erste Lieferung oder die erste Teillieferung des Auftrages Superbestellung abgeschlossen. Sehen wir die hier drin noch? Nee, ist raus. Wir haben auf dem Schild hier zum Lager beim Damm gebracht. In der Folge kümmern wir uns um die Island Lake Lieferung. Das heißt, wir müssen einmal Kraftstoff, einmal Verbrauchsgüter und einmal Betonblöcke zur Holzstation liefern. Kraftstoff ist halb so wild, finden wir hier an der Tanke. Verbrauchsgüter ist halb so wild, haben wir an der Farm. Die habe ich auch schon hinten auf dem Truck drauf. Die habe ich bei der Rücktour der letzten Folge einfach mal direkt mitgenommen. Betonblöcke, ja, kriegen wir hier unten. Oh, nee, Moment. Hier liegen noch Betonblöcke rum. Ja, gut, ne? Da können wir ja einfach einmal mitnehmen. Easy. Dann brauchen wir doch nicht nach da hinten fahren. Das ist doch was Gutes, dass ich da mal Betonblöcke verloren habe, als ich nur LKW auf die Seite gelegt habe. Gut, das heißt, wir fahren jetzt erstmal zur Tankstelle. Das ist ja relativ einfach. Einfach geradeaus. Wir fahren auch wieder mit dem Freightliner. Genauso wie in der letzten Folge. Holen da jetzt einmal den Kraftstoff ab. Ah. Wie will mein Spiel mich gerade ein bisschen ärgern? Moment. Jetzt will ich ihn eigentlich hier lang. Welche Richtung, Leute? Wir müssen doch da hinten runter. Und Panzer vorwärtsmarsch. Oh, dann können wir nämlich Allrad doch auslassen, können einen Hochgang schalten. Und auf dem Weg zum Damm holen wir uns dann beim Damm oder hinterm Damm nochmal Anhänger ab und laden dann mit dem Kran da hinten den Betonblock auf, in der Hoffnung, dass wir da nicht umkippen. Und fahren wir nach Island Lake rüber. Easy game. Also, zumindest wenn das so funktioniert, ne? Dass hier nicht immer alle klappt bei mir, sollte mittlerweile denjenigen bekannt sein, die hier schon länger dabei sind. So, die Straße hier zieht sich immer ein bisschen. Ich ungern Automatik fahre, weil dann wieder das Getriebe oder die Federung einen abkriegen. Das ist halt irgendwie das, was ich bis heute nicht verstehen im Spiel. Wenn du auf einer Betonstraße fährst, fährst du automatisch den Gang, um einfach ein bisschen Tempo mitzunehmen. Hast du dann einfach mal gefühlt absolut random Dings reinkriegst, hier Schaden reinkriegst, der in meinen Augen gar keinen Sinn macht. So, dann brauchen wir noch einmal Kraftstoff, das ist auch klar. Und dann fahren wir jetzt. Wie fahren wir denn am dümmsten? Moment. Ja, wir müssen da rüberfahren. Aber wir brauchen noch einen Anhänger. Ja, ja. So, also Gas geben. Hochgang rein. Und fahren wir jetzt wieder nach oben. Holen uns den Anhänger und fahren weiter Richtung Island Lake. Da müssen wir auch nur zur Holzstation. Ich glaube, hier müssen wir auch noch nicht abbiegen. Also direkt relativ nah hinterm Tunnel. So, und ich hoffe mal auf den neuen Patch mittlerweile, weil ich habe so das Gefühl, dass hier schon Sachen implementiert sind aus dem neuen Patch, die
aber noch nicht so richtig funktionieren. Und ich aktuell weiß nicht, ob man es in den Aufnahmen immer so sieht, aber manchmal so kleine Frame-Lags habe. Ich gehe damit da, ich vermute mal, dass die V-Sync-Funktion, wo nämlich aktuell schon drüber steht, dass man die Framerate auswählen kann, was man aber noch nicht kann, was man erst mit dem neuen Patch kann, schon irgendwie geupdatet ist, aber halt noch nicht so sauber arbeitet und dass es daran liegt. Weil man könnte das V-Sync auch ausmachen, aber dann habe ich auf dem Bildschirm immer so unschöne Dinger. Also hier dieses Bild flattern. Das möchte ich nicht. Da ärgere ich mich lieber ab und zu mal mit so kleinen Frame-Drops rum. So, hier wieder runter, dann fahren wir an der Farm wieder vorbei. Über den Damm, hinterm Damm holen wir uns den Anhänger. Tanken da am besten auch nochmal voll. Einfach vorsichtshalber, weil wir ja nachher auch noch durch das Sumpfgebiet müssen. Kann sein, dass wir da ein bisschen Sprit verbüllern. So. Wir biegen auch wieder ab. Nochmal Allrad vorsichtshalber an. Auch wenn das hier gar nicht so viel Auswirkungen hat, weil der Boden noch relativ eben und fest ist. Da wir gleich hier nochmal Tankchance haben, ist alles cool. So, und ansonsten wird das langsam echt Zeit für den neuen Patch aus meinen Augen. Wie gesagt, so viel haben wir jetzt nicht mehr, das ist unser letzter Auftrag hier. Und so eine neue Karte, da würde ich mich schon mal wieder sehen. Auch wenn Imandra jetzt noch gar nicht so lange her ist, aber Imandra einfach die Karte des Horrors. Also zumindest was das Fahrvergnügen anging. Das war doch eher schweißtreibende Arbeit. So, ansonsten haben wir hier natürlich wieder die geniale Aussicht auf den Damm. Mittlerweile ist es aber halt einfach, man kennt die Aussicht halt. Ein bisschen, wenn ich schon 10-mal drüber gefahren ist, ist nicht mehr ganz so beeindruckend, ne? Und jetzt regnet es auch noch, das heißt, nicht ganz so geil aus, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Hier wäre auch lustig, wenn die Gezeiten sich auch mal ein bisschen verändern würden, dass der Wasserpegel hier am Damm mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer ist. Das wäre ziemlich lustig. So, wir sind am Anhängershop. Also, wir böllern hier mal kurz rein. Wir drehen schon mal um. Und tanken, wie gesagt, noch einmal auf. Nachtanken. Nee, stopp. Länger verkaufen und wir nehmen Pritschenanhänger mit. Ich hoffe, das reicht mit dem Autokran bis nach da hinten. So dass wir quasi hinten an dem Anhänger rankommen, sonst müssen wir zwischendurch ja mal abkoppeln. Aber ich muss mir auch, bevor ich es wieder
übersehe, die Abfahrt markieren. Ist hier, 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 hier. Weil ich ja gerne mal auch so die Angewohnheit habe, an der Abfahrt hier vorbeizufahren. Wo ich mich normalerweise recht gut orientieren kann. Also zumindest was die Realität angeht. So, bis hinten dauert die Zeit im Moment, sind halt noch 500 Meter. Da zieht sich kurz. Das Gute ist, wir müssen nicht die ganzen Serpentinen halt durchfahren, ne? Hoch zum Lager und da über den Betonblock aufladen. Gott sei Dank habe ich da mal welche fallen gelassen. Kann man ja auch nur so sagen. Muss auch gleich mal schauen, ob wir noch einen zweiten Betonblock in der späteren Folge brauchen. Dann können wir, glaube ich, schon beide aufladen, wenn das mit dem Kran passt. Da gucken wir gleich, wenn wir an der Stelle sind, wo wir hinwollen. So, hier mal ein bisschen ruhiger um die Kurve fahren. Einfach um nicht abzuflutschen. Wir gehen hier generell mal kurz in Lastengang. Einfach weil es hier auch ein bisschen hin und her wackelt. Okay, reicht. So, was jetzt halt kommt, ist die Abfahrt. Das ist so ein Knackpunkt, wo man gerne wieder kippen kann und dann halt die Stelle da ganz unten. Weil ich glaube, ich damals, als ich da die Ladung verloren habe, das war für hier das Wettrennen. Da bin ich einfach mit Karacho runtergefahren. So. Allrad rein, Sperre rein. Hallo? So. Sollten eigentlich jetzt einen guten Winkel haben zum Runterfahren. Sehr schön. Wir fahren hier mal wirklich ein bisschen ruhiger rein in die ganze Geschichte. Einfach um Risikominimierung zu betreiben. Wäre jetzt genauso blöde, wenn wir jetzt wieder umkippen und dann nochmal einen Kranwagen rufen müssen. Müssen wir ja nicht jede Folge haben. So. Bisher läuft ja ganz gut, aber hier oben ist halt auch nicht so das große Problem. Genau hier, die Abfahrt war dann der kritische Punkt. Zack, da unten liegen sie schon. Da sind wir. So.
Stützen ausfahren, Kranmodus, mal gucken. Ich weiß halt wirklich nicht, ob der Kran bis nach da hinten reicht. Na, komm. Einmal. Mal ein bisschen weiter ran her, bitte erstmal. So. Funktioniert das, wenn ich die jetzt übereinander stapel, dass sie die trotzdem ordentlich verliert? Das will ich jetzt mal kurz austesten. Komm mal hoch hier. Höher, 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 höher. So. Das funktioniert echt. Wie geil ist das denn? Gut, ist auch wieder ein bisschen gemogelt, aber egal. Das heißt, Kram wieder herstellen. Wir haben unsere beiden Betonplatten. Wir brauchen ja für den Auftrag nur eine. Aber ich will halt mal gucken. Oh nee. Das ist ein Beton. Okay. Was haben wir denn jetzt hinten drauf? Betonblöcke, ja. Okay, den zweiten brauchen wir anscheinend erstmal nicht. Aber ist egal, wir nehmen ihn trotzdem mit. So, dementsprechend müssen wir jetzt hier einmal durch den Sumpf durch. Ich muss mir hier mal die Strecke setzen. Zack. 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 Einfach, damit wir auch auf der richtigen Spur bleiben. Und weil das Wetter gerade so schön ist, können wir gleich noch ein Foto machen. Aber dann machen wir weiter vorne, glaube ich. So. Hier ist doch auch wieder mal eine coole Sicht, glaube ich. Foto. So. Oh, so sieht gut aus. Sehr schön. Hammer. Und weiter geht's. Das ist auch so beruhigend mittlerweile, wie gut wir mit unseren Fahrzeugen hier jetzt doch durch die ganze Geschichte durchkommen. Wenn ich mir mal überlege, wie krass man sich hier am Anfang abgemüht hat, einfach weil man keine vernünftigen Reifen hatte oder bessere Trucks. Das ist schon richtig abnervend gewesen. Der hier hat, ich glaube, es sind ja nicht mal Schlammreifen, ich glaube, es sind Offroads, ne? Auf dem Freightliner. Bin mir gerade nicht sicher. Weil bei den Amis haben ja viele Trucks keine Schlammreifen. Aber so oder so. Er hat halt deutlich bessere Reifen. Selbst die Offroads hat man ja am Anfang nicht gehabt. Da brauchte man ja erst das entsprechende Level. Vom Freightliner ganz zu schweigen. Ich glaube Level 13 oder so brauchten wir für den Freightliner. Bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall zum Fahrgefühl gegenüber damals halt. Damals. Naja, gegenüber den Anfangszeiten. Wann habe ich denn angefangen? Mai? Mit Snowrunner? Mai? Ende Mai, glaube ich. Ich glaube, im April ist das Spiel rausgekommen. Einen Monat später oder so habe ich angefangen zu spielen. Seitdem hat sich ja schon ein bisschen was getan. So, wir gehen mal ein bisschen, schalten mal ein bisschen runter.
würde gerne den Masten da. Ja, sehr schön. Einfach um uns ein bisschen das Momentum mitzunehmen. Und zur Unterstützung. Nee, mit dem Masten. Das war auch nicht der Mast, aber egal. Das ist halt auch immer so das Ding, wenn ich mir das in den Kommentaren bei anderen YouTubern mal so angucke, hier Leute immer so fragen, was denn die beste Winde, bla, Keks, ist das? Oder generell das beste Teil, nicht mal auf die Winde jetzt nur bezogen, auch was sind denn die besten Reifen? Ist halt schwierig, alles hat seine Vor- und Nachteile, ne? So, habt ihr Schneeketten drauf, könnt ihr in Eisregionen super fahren. Habt aber in Schlamm dann nicht mal so ganz gutes Durchkommen, sage ich jetzt mal. Bei der Winde ist halt immer so das Thema. Ja gut, habt ihr eine Automatikwinde dabei, könnt euch unter Umständen wieder aufrichten. Wenn ihr den Truck auf die Seite legt, habt aber in anderen Fällen vielleicht nicht so die Expertenwinde, hat der ein längeres Seil und mehr Zugkraft, habt dann in anderen Fällen eventuell das Seil nicht lang genug, um Windenpunkt zu finden. Das ist immer so eine schwierige Geschichte. Das ist genauso mit der erhöhten Federung. Ja, erhöhte Federung ist schön für mehr Bodenfreiheit, aber macht ja den Truck insgesamt auch kippanfälliger, weil der Schwerpunkt halt deutlich höher gelagert ist. Also gerade hier, der Freightliner neigt ja auch gerne zum Kippen, genauso wie der Tiger, wenn er den mit erhöhter Federung fährt. Dadurch, dass er, gerade beim Tiger, dadurch, dass er so bouncy ist, schaukelt er sich auch mal schneller auf. Es hat halt alle seine Vor- und Nachteile. Man muss halt immer so ein bisschen ein wenig an die Situation anpassen. Deswegen bin ich jetzt zum Beispiel auf Mandra auch nicht mit dem Tartarin gefahren. Tasse. Weil, also hier mit dem Scout Tartarin. Weil er das Problem heißt, dass er keine Ketten draufballern kann. So, und an diesen abschüssigen, zugeeisten Straßen ist einfach absolut schwierig, wenn du keine Ketten drauf hast. Ja, hab das ja gesehen, wenn ich hier einen Truck damit ohne Ketten gefahren bin, dann rutschst du halt einfach runter und kommst da kein Stück mehr voran. Auf Imanra war Ketten halt so ziemlich must-have. Und auf Lake Hoft ja eigentlich genauso. Bei Lake Hoft da noch ein bisschen unanfälliger war. Da konnte man auch gut mit Matschreifen fahren, weil die meiste, größte Teil der Strecke war eher zugeschneit. Da gehen Matschreifen auch. So, da vorne ist auch schon der Holzjäger, da wollen wir eigentlich auch schon hin und dann haben wir es schon wieder geschafft, Gott sei Dank. So. Ansonsten krepeln wir uns hier wieder durch den Boden durch. Das ist auch schon wieder recht abschüssig hier. So, wir könnten auch Allrad anmachen. Das hilft vielleicht auch ein bisschen um die Sperre rein. Zack.
Fahren hier mal trotzdem noch ein bisschen. Ich weiß, dass man hier auch gerne kippen kann, also gerade in dem Bereich, mit dem wir gerade gefahren sind. Ich habe auch schon das ein oder andere Mal einen LKW versenkt. Zack. Deswegen sind wir hier auf den letzten Metern noch mal ein bisschen vorsichtig. Irgendwie verwirrt mich gerade, dass ich das Abladesymbol noch gar nicht sehe. Ich habe mir gerade irgendwie Sorgen. Wir doch falsch gefahren. Ja. Achso, er meint die andere Holzstation. Ja gut, ne? Muss man ja auch wissen. War alles halb so wild. Nein. Ach hier. Was sagt unser Sprit? Ah, müssen wir recht viel ohne Allrad fahren. Ohne 50 Liter sind halt doch nicht mehr so viel. Also wir kommen da noch hin. Weil ich bezweifle gerade, dass ich da noch genug Sprit habe, um nochmal zurück zur... zum Anhängershop zu kommen. Aber das Problem ist ja dann kein Problem der Folge mehr. Wir müssen ja sowieso schauen, wie wir was der nächste Auftrag so hergibt oder der nächste Teilauftrag. Eventuell bringe ich das mit dem Zuliefer-LKW gleich halt zu dem Truck hier und dann können wir sowieso Sprit mitnehmen. Aber wie gesagt, das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Ja gut, ich habe halt wie gesagt mit der großen Holzstation da irgendwie gerechnet im Kopf. Und die zweite habe ich hier gar nicht gedacht. Da habe ich einfach gar nicht dran gedacht. Das ist natürlich belastend. Hätte ich die auf dem Schirm gehabt, hätte ich vorhin da direkt vom Anhängershop gehalten, kurz abgekoppelt und wäre tanken gefahren. Also so drehe ich jetzt nicht nochmal um, habe ich keine Lust zu. Da nehme ich das Risiko in Kauf, dass wir liegen bleiben oder beziehungsweise nicht mehr zurückkommen. Hierhin kommen wir auf jeden Fall. Als dass ich hier lieber nochmal umdrehe. Und mir stinkt nicht. So, Sperre hauen wir hier schon mal rein, weil das wird hier auf dem Teilstück, glaube ich, wieder recht matschig. Ja, anscheinend nicht. Doch, da vorne wird es matschiger. Na, mal gucken, wie das funktioniert hier. Ohne Allrad. Ich schalte Allrad nur dazu, wenn wir es wirklich brauchen. Also wenn er halt gar nicht mehr vorankommt. Einfach mal zu gucken, ne? Weil ich sonst die Angewohnheit habe, recht schnell die Allrad reinzunehmen. Was der Truck hier auch ohne Allrad schafft, nur mit der Sperre zum Beispiel. Man muss ja nicht immer zwingend beides reinknallen. Okay, hierfür braucht er Allrad. Okay. So, wir haben jetzt ungefähr 400 Meter vor uns. Das ist halb so wild. Wir kommen jetzt halt
ab und zu mal noch diese ganzen Pfützen auf der Strecke. Daran kann ich mich auch noch erinnern, aber ansonsten war das jetzt auch nicht so die Herausforderung mehr. Da oben am bei der Holzstation an sich ist das halt insgesamt auch noch mal recht matschig. Da müssen wir mal gucken, wo wir da genau abladen müssen. Aber ich sehe da jetzt zumindest keine Probleme mehr auf uns zu kommen. Die Kippwahrscheinlichkeit ist hier relativ gering, weil das halt so matschig ist. Sollten wir uns eh nicht so weit zur Seite neigen. Easy Game. Sagt er und kippt wahrscheinlich instant gleich wieder um. So. Ansonsten könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mit dem Auftrag umgegangen seid, wie ihr das hier gelöst habt. Den anderen Truck genommen. So, er sagte, glaube ich, gerade. Er hatte, glaube ich, wegen der Sperre rumgeheult, nicht wegen der Heirat. Wie ihr das gelöst habt, habt ihr die Routen vorher durchgeplant, habt das ganze Zeug zusammengeschaffelt, seid ihr dann durchgefahren oder habt ihr so gemacht wie ich und seid die Bestellung einfach Step by Step gefahren? Geht beides. So, also wir haben jetzt 50 Liter hier verbraucht. Theoretisch müssten wir. Oh no, mein Controller ist leer. Moment. Oh, der muss jetzt die letzten 2 Minuten einfach nur durchhalten. Weil ich nicht verstehe, warum der leer ist. Ich hatte ihn vorgestern am Strom. Ah ja, dann hänge ich ihn da gleich wieder ran. Ja, auch halb so schlimm. So, wird auch langsam Zeit für Feierabend. Wird immerhin schon dunkel. So, 1, 2, 3. Cool. Ah, das ist natürlich cool. Die letzten beiden können wir anscheinend zusammen machen. Also, wir müssen nochmal nach Black River. Ich mach mal den Modus schon mal aus. Mein Controller wird spät. Modus abstellen. Wir können die letzten beiden anscheinend zusammen machen. Die sind anscheinend nicht mehr gelockt. Wir gucken hier nochmal vorsichtshalber rein. Das ist aber gut. Oder teilen mit der Tastatur. Wie komme ich denn jetzt hier in den Auftrag rein? Ah, da. Ja, genau. Wir können die letzten beiden echt zusammen machen. Das ist cool. Also, wir müssen zum alten Haus Fahrzeugersatzteile und Kraftstoff liefern und dann nach Drummond Island. Oh, zum Hafen. Einmal Stahlträger, einmal Betonplatte. Da kriegen wir hin. Gut. Dann war's das aber auch für diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.